Schaut euch diese Farbenpracht an. Erinnert es euch nicht auch an Campari Orange, Tequila Sunrise, an Aperol Spritz? Hier absolute Farbenfülle in den hochsommerlichen Gärten von Landhaus Ettenbühl. Wie ihr diese tollen Farben auch in eure Beete kriegt und den Hochsommer so richtig knallen lasst, das zeigen wir euch heute. Aber vorher gibt es erst noch einen Beruhigungscocktail für euch, weil ganz viele haben Probleme mit gelbem Laub in ihren Gärten, mit Rosen, die hängende Köpfe haben. Und irgendwo ist so ein bisschen Unzufriedenheit und Traurigkeit in manchen Gärten unterwegs. Damit räumen wir heute auch noch auf. Ich gebe euch ganz viele Tipps und danach gibt es dann unseren herrlichen Sommercocktail hier. Let's go! Hier im Wassergarten ist natürlich noch wunderschöne Fülle jetzt. Ganz toll natürlich auch noch unsere Clematis Viticella Blue Angel. Davon hat es noch ein paar übrigens, aber es neigt sich langsam dem Ende zu. Ja, und hier sind wir natürlich die ganze Zeit jetzt auch schon am Zurückschneiden und sind letzte Woche sehr, sehr viele Fragen gekommen zu gelbem Laub. Und ich schaue mich jetzt hier gerade um, haben wir natürlich auch. Und ihr müsst euch da auch gar nicht so viele Sorgen machen. Wir blenden euch auch von einer anderen Stelle des Gartens in Granny's Walk das nochmal ein. Das ist im Moment tatsächlich eine ziemlich normale Erscheinung. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Laub dieses Jahr teilweise auch wirklich sehr, sehr groß war. Wir gehen immer wieder zurück zu diesem sehr nassen und sehr kühlen und auch ein bisschen dunklen Frühjahr, wo die Pflanzen wirklich unglaublich, hatten wir damals gesagt, ins Kraut geschossen sind, wie die Spargel davon geschossen sind. Und es zeigt sich jetzt einfach, nachdem die Hitze eingesetzt hatte, viel Sonne da war, dass da einfach ein ganz natürlicher Verfallprozess passiert. Die können dieses viele und teilweise auch viel zu große Laub, was sie entwickelt haben im Frühjahr, gar nicht jetzt die ganze Zeit noch unterhalten. Und sie haben auch teilweise viel zu große Blüten. Wenn wir mal da hochgehen zu der Blackberry Nip, das zeige ich euch auch nochmal, die hängen dann teilweise aus. Haben auch viele von euch gesagt, dass es da Probleme gibt in ihren Gärten. Und das ist zum Beispiel auch eine Rose, die hängt normalerweise gar nicht so. Aber die Blüten sind teilweise 10% größer dieses Jahr als in anderen Sommern zuvor auch schon. Weil eben, wie gesagt, dieses unglaubliche Wachstum im Frühjahr stattgefunden hat durch den vielen Niederschlag. Und damit muss man jetzt in der ersten Blüte einfach klarkommen und leben. Und in dem Moment, wo wir die dann zurückschneiden für den Sommerrückschnitt, wie ich es euch ja letzte Woche schon gezeigt hatte, relativ tief bei diesen Rosen, die so hoch aufschießen, dann wird sich das wahrscheinlich in der zweiten Blüte absolut regulieren wieder. Also verliert da im Moment nicht den Mut. Es ist auch wirklich, schaut euch da an, Riesenlaub, ja? Riesenblüte. Sind wirklich große Blätter und bei vielen Rosen hat es dann einfach eben auch dann zur Folge, wie hier, dass sich eben überall diese gelben Blätter jetzt im Moment bilden, was einfach ein normaler Verfall ist. Hier schauen wir auch noch gerade mal, verblüht, ne? Hatten wir letzte Woche gezeigt, stark zurückschneiden, dass das eben schön kompakt und buschig bleibt. Wenn ihr allerdings Rosen habt, hier drüben zum Beispiel wie Rose d'Orecht, gehen wir da auch noch mal hin. Boah, guckt mal darunter, ist das nicht schön mit den Blue Angels jetzt. Ja. Wenn ihr Rosen habt, die grundsätzlich kompakter wachsen, ne? Also nicht jetzt so wahnsinnig hoch schießen, dann schneidet ihr natürlich nicht ganz so hart zurück. Also hier gehen wir auch wieder so auf Buschhöhe zurück, aber hier ist der Weg nicht so weit zum Zurückschneiden. Ne? Oder gerade hier auch bei der Rose d'Orecht, da ist natürlich jetzt schon viel zurückgeschnitten. Die macht nicht so lange Triebe, da sitzen die Knospen, die Blüten relativ, ja, nah, satt am Strauch. Das ist sehr kompakt, da schneide ich natürlich
natürlich dann auch wesentlich moderater zurück. Ihr seht es da drüben zum Beispiel. Ich gehe mal schnell dahin, warte, damit ich euch das richtig zeigen kann. Also das ist jetzt noch so ein übrig gebliebener Trieb mit einer verblühten Knospe. Da ist natürlich die Strecke zum Strauch dann nicht so lang. Ihr müsst einfach so ein bisschen schauen, wie eure Rosen sind. Wachsen sie kompakter wie hier und dann ist der Rückschnitt ein bisschen weniger stark oder schießen sie euch eben davon, dann nehmt ihr sie entsprechend stärker zurück. Aber überall, auch bei uns, also ist da nicht nur komplett heile Welt. Auch wir haben jetzt dieses gelbe Laub. Macht einfach euren Pflegerhythmus weiter. Wenn euch das Laub stört, dann zupft ihr es im Prinzip eigentlich einfach ab und düngt weiter mit dem organischen Dünger. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Pflanzen gut versorgt sind jetzt durch diese ganze Zeit. Aber lasst euch von sowas hier um Himmels Willen eben nicht aus der Ruhe bringen. Das ist, wie gesagt, nach diesem Überschwang des Frühjahrs einfach jetzt so ein bisschen, wo die Rosen auch mal wieder Kraft tanken müssen. Total gut ist natürlich weiterhin, wenn ihr die Gartenfaser drauf habt. Ihr seht das hier, wie schön die aufgesogen hat, den Regen, den wir hatten jetzt letzte Nacht. Und das ist natürlich was ganz Dankbares, weil es dann unten drunter eben auch schön feucht bleibt. Also da nicht so viele Sorgen machen. Die hängenden Köpfe, das gibt sich wahrscheinlich mit der zweiten Blüte wieder. Einfach jetzt alles, was verblüht ist, zurückschneiden, stärker zurückschneiden oder weniger stark zurückschneiden. Und bei den einmal blühenden Rosen können wir das uns oben gleich auch nochmal im alten Rosengarten anschauen, weil da kamen auch viele Fragen, was mache ich denn jetzt mit meinen verblühten alten Rosen? Und da gehen wir jetzt auch nochmal hin und dann schauen wir uns auch noch an, wie wir die öfter blühenden Rambler jetzt zurückschneiden und was wir mit den einmal blühenden Rambler machen. Dann habt ihr nämlich jetzt einmal das ganze Paket des Sommerrückschnitts nochmal, hallo Willi, des Sommerrückschnitts nochmal für eure jetzt eben aktuell auch in den Gärten, was ihr da tun müsst. Ja, findest du auch, ne? Dann gehst du doch gleich mit. Also, komm mit, gehen wir erst mal in den alten Rosengarten. Vielleicht gerade noch so im Vorbeigehen, wunderschön im Moment auch die Catalpa hier, der Trompetenbaum, voll in Blüte, sieht toll aus. Und daneben, das wird immer ganz gerne fälschlicherweise für einen Goldregen gehalten, das ist eine Kolreuterie, also auch ein Gehölz, allerdings eher aus Asien beheimatet und eben von daher relativ selten bei uns. Aber eben kein Goldregen, sondern Kolreuterie, sehr, sehr schön jetzt so im Sommerflor. So, ja, hier den alten Rosengarten, den haben wir dieses Jahr natürlich fast ein bisschen verpasst durch dieses wahnsinnige Unwetter vorletzten Donnerstag, als das eben hier rüber ging. Da stand er natürlich in voller Blüte. Wir zeigen euch das nochmal, wie wunderschön das war. Aber auch jetzt noch, guckt mal, im Verblühen. Die haben einfach so einen unglaublichen Charme, diese Rosen. Und boah, es ist ein Duft, wunderbar. Also das ist natürlich selbst jetzt noch schön. Wir gehen bei den alten, einmal blühenden Rosen nur hin und zupfen jetzt das Verblühte im Prinzip weg, damit es so ein bisschen ansehnlicher wieder ist. Die Blüten, die noch stehen, die genießen wir natürlich. Und wenn die Rosen so vegetative Triebe jetzt rausschießen, teilweise geht das natürlich jetzt auch wieder los, dann müsst ihr euch einfach überlegen, das sind quasi die nächstjährigen, das nächstjährige Niveau dann quasi, die nächstjährigen Blüten werden das. Dieses Jahr werden sie ja nicht mehr blühen. Wir wollen die eigentlich jetzt ordentlich und kompakt halten, dass die Energie auch im Strauch bleibt und eben von unten heraus auch wieder einfach starke Triebe nachwachsen und dass die Rose einfach in sich schön kompakt und gefestigt ist. Also deswegen hier nur ein bisschen ausputzen, sauber machen und eben gegebenenfalls diese jungen, energiegeladenen Triebe zurücknehmen, damit die Rose schön kompakt bleibt. Dann genießt jetzt nochmal diesen Garten in voller Blütenpracht von letzter Woche und dann gehen wir rüber in den Lavendelgarten und schauen uns nochmal den Schnitt von öfter blühenden Ramblern jetzt um diese Zeit an. Ja,
Ja, hier ist natürlich nach wie vor absoluter Farbenüberschwang, aber eben nicht wie nachher bei unserem Sommercocktail unten im Feuerstreifen. Hier ist es wirklich alles Ton in Ton. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, letzten Herbst, letztes Spätjahr hatten wir ja hier unsere Brood Bells, diesen öfter blühenden Rambler gepflanzt, der ja schon ganz schön zugelegt hat jetzt über den Sommer, wie ihr seht. Ich klinke euch das Video nochmal vom letzten Jahr ein. Und ich nehme mal an, dass die tatsächlich noch ein Stückchen vielleicht bis hier oben schafft dieses Jahr. Das ist halt das Tolle wiederum an den öfter blühenden Ramblern. Ihr seht es sehr schön, dass unten auch alles ganz dicht und buschig ist. Und deswegen sind die halt so dankbar an diesen schmalen, schlanken Stellen. Und dann nächstes Jahr kann ich mir vorstellen, dass die hier schon rüber an die Girlande geht und dass sich die beiden Brood Bells dann von beiden Seiten wieder treffen. Und da ist es natürlich jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir die Sommerfarbe erhalten, dass wir hier wirklich die Blüten ganz schnell, die Verblüten jetzt zurücknehmen. Und ihr seht, ich schneide die einfach im Prinzip zum Stab hin zurück, ne? Und hier kommen schon dann die nächsten Blütenbüschel. Und von der Höhe nehme ich ihr in dem Fall so wenig wie möglich, weil ich möchte ja, dass sie eben relativ schnell dann diesen Stab erklimmt. Und von daher in der Höhe nehme ich ihr nicht viel. Und den Rest, den schneide ich eben einfach quasi zur Struktur hin, zum Stab hin zurück. Und auch hier seht ihr wieder, Leute, gelbe Blätter. Wir haben genau das Gleiche wie ihr zu Hause. Aber das ist jetzt wirklich kein Grund zur Panik. Wie gesagt, das ist einfach so eine gewisse Ermüdungserscheinung momentan bei den Rosen, die sich halt echt verausgabt haben, ne? Und wichtig eben, dass wir jetzt schnell das Verblühte alles wegnehmen und damit natürlich stimulieren, dass sofort neue Blüten eben entsprechend gebildet werden oder neue Blütenbüschel. So, hier unten möchte ich es eben schön buschig weiterhalten und hier eben an den Stab hin schneide ich relativ streng zurück, damit ich natürlich dann nicht solche Triebe kriege, die zu lang werden. Und deswegen relativ satt an die Struktur hin zurückschneiden. So, bei unseren Blushing Brides im Hochzeitsgarten wird das jetzt dann auch im Zuge dessen hier vielleicht noch die gelben Blätter gerade mitnehmen. Bei den Blushing Brides im Hochzeitsgarten, da gehen wir natürlich jetzt auch entsprechend dran. So, hier unten kann ich es alles ein bisschen buschiger und üppiger lassen, aber hier oben schneide ich, wie gesagt, ein bisschen strenger zur Struktur hin zurück. Und das machen wir jetzt mit allen Brood Bells hier durch. Und dann werden wir, denke ich, boah, ich bin gespannt, nächstes Jahr vielleicht, übernächstes Jahr, hier schon wieder eine richtig schöne geschlossene Girlande haben. Genau, was machen wir mit den einmal blühenden Ramblern? Gucken wir mal. Vielleicht ja, genau, im Hochzeitsgarten am Pavillon sehen wir das am besten. Komm mit. Also hier im Hochzeitsgarten blüht also wirklich noch sehr, sehr schön. Die ganzen Blushing Brides, da sind wir natürlich jetzt nach und nach auch am Ausschneiden, ganz klar, ne? Dass hier der Flor auch richtig schön anhält. Ist ja auch ein öfter blühender Rambler. Wenn jetzt so ein Büschel nicht mehr so schön ist, auch einfach wieder zum Obelisken hin zurückschneiden. Und je schneller wir das jetzt machen, desto schneller haben wir natürlich wieder dann den neuen Flor. Hier ist jetzt zum Beispiel schon ein ganz neues Büschel, das wieder für Farbe sorgt. Hier geht gerade wieder eins auf. Also immer da schnell hinterher sind und die Verblüten jetzt sehr schnell wegnehmen, dann haben wir gar nicht so eine lange Blühunterbrechung und dann ist das Ganze natürlich sehr schnell wieder für den restlichen Sommer auch am Blühen, ne? Also öfter blühende Rambler, jetzt so schnell wie möglich, da drüben seht ihr es auch nochmal, muss ich euch auch nochmal zeigen, hier kommen schon die nächsten Büschel, also jetzt ruhig sehr schnell dran gehen und eben Verblühtes wegnehmen, dann ist es vielleicht eine Zeit lang nicht so üppig und es wird wahrscheinlich auch diesen Sommer nicht mehr so wahnsinnig üppig, aber trotzdem, das immer wieder was passiert, ne? Und hier drüben am Pavillon, das ist auch noch mal ganz interessant für euch, der sieht jetzt schon wieder ein bisschen wild aus. Der Rambling Rector, der einmal blühende Rambler, der ja diesen Pavillon komplett dicht macht, der hat ja im Mai wunderschön geblüht, zeigen wir euch auch noch mal und im Juni auch noch. Und jetzt sind natürlich diese ganzen Büschel verblüht und ja, mag man sagen, ein bisschen unansehnlich. Man kann hier auch das Verblühte einfach rauszupfen. Aber aus denen werden natürlich relativ bald jetzt dann diese wunderschönen kleinen leuchtenden Hagebutten, was super toll aussieht. Also deswegen auf jeden Fall stehen lassen und auf die Hagebutten warten und sich dann eben später daran erfreuen. Eben wie gesagt, so ein bisschen ausputzen vielleicht. Wenn ihr die wegschneiden würdet,
ja, diese Büschel, dann hat die Rose den Monster-Energieüberschwang, kann ich euch sagen. Und dann werden nämlich genau diese ganzen Triebe hier, die sie da oben schon, diese Angelruten, wie wir sie nennen, die werden dann noch massiver rausschießen. Also wir werden sicher nächste Woche schon mal mit der Leiter da wieder hochklettern und diese ganzen langen Angelruten wegschneiden. Und würden wir jetzt dem Rambling-Rektor seine Hagebutten klauen, dann würden dafür noch viel, viel mehr rausschießen und er wäre überhaupt nicht mehr im Zaum zu halten. Also im Baum mag ich mir das gefallen lassen, wenn er einfach durch die Bäume geht. Aber hier im Pavillon soll das natürlich schön kompakt bleiben. Ja, was jetzt hier speziell ist, haha, wo kommen denn die ganzen Knospen her? Da haben wir ja noch jede Menge Knospen. Das ist die Lady's Garden. Das ist der öfter blühende Rambler, der an jedem Bein hier noch dazu gepflanzt wurde. Schaut mal, hier drüben sehen wir sie nämlich schön blühen, da oben teilweise auch. Und die Lady's Garden, die fängt jetzt gerade an. Wir zeigen sie euch gleich auch noch mal unten in der Yellow Brick Road. Da hat es auch eine Menge Zuschriften gegeben. Meine Rosen, die blühen alle ganz toll, aber die Lady's Garden noch nicht. Das ist ganz normal, die braucht ein bisschen länger. Das ist die Rose, die in der Regel erst zu Ende Juni anfängt, aber dann, wow, mit diesem wunderbaren Duft und diesen tollen, üppigen Blüten uns dann verwöhnt. Schaut mal, und hier fängt die jetzt auch gerade an, herrlich. Oh, wunderbar. Ganz viele Knospen noch und überall hier Knospen, da Knospen, hier Knospen, überall. Und die kann durchaus auch bis ganz da oben klettern, aber die hätte natürlich nicht die Kraft, den ganzen Pavillon abzudecken, weil sie ja so unglaublich viele Büschel von Blüten jetzt noch produzieren wird und muss und soll. Und dann uns eben den ganzen restlichen Sommer damit erfreuen wird. Also da geht's jetzt erst richtig los. Und wenn die noch ein bisschen mehr in Blüte ist, zeige ich sie euch dann auch. Selbstverständlich, die schneiden wir dann auch wieder über den Sommer weiterhin zurück, weil es ist ja ein öfter blühender Rambler. Sobald so ein Büschel jetzt dann wieder verblüht ist von der Lady's Garden, dann gehen wir natürlich hin und würden das auch wieder zack zurückschneiden. Und hier ist aber schon das nächste wieder angelegt und da eins, also von daher je kontinuierlicher ich auch da wieder zurückschneide, desto schneller blüht es dann wieder. Die Betonung liegt immer auf kontinuierlich. Also das nochmal kurz zusammengefasst. Einmal blühenden Rambler einfach lassen. Es verblühte, die verblühten Früchte werden dann, beziehungsweise die verblühten Blüten werden zu Früchten, zu Hagebutten. Und bei den öfter blühenden Ramblern jetzt jederzeit kontinuierlich immer schön zurückschneiden, damit ihr den ganzen Sommer weiter Blüten habt. So, und jetzt gehen wir runter. Ich überlege mir auf dem Weg runter zum Feuerstreifen, ob ich noch irgendwelche Fragen ausgelassen habe, die gestellt wurden letzte Woche. Ob ich euch noch was auf den Weg mitgeben muss. Wenn ich was vergessen habe, schreibt unten in die Kommentarbox. Wir gucken, dass wir es dann auch wieder beantworten. Und jetzt gehen wir zu unserem Summer Cocktail. Was? Unterwegs könnt ihr noch schnell einen Blick in den Teichgarten werfen. Guckt mal, wie wunderschön die Annabelles jetzt sind, die Schneeballhortensien. Ist das nicht ein absoluter Traum? Mit diesen riesigen Hostern, die Betty Pryor und der American Pillar mit der Clematis. Also muss man einfach jede Woche einmal kurz einen Blick reinwerfen. Den müsst ihr haben. Wow, die Fahne und die Hosta hier, die sind auch wirklich sowas von irre. Jetzt schaut mal, Wahnsinn, Dschungel, wunderschön. Und dann geht es ja hier so ein bisschen in unseren kleinen Trollgarten und dann rüber ins silberblaue Border mit den etwas eher mauve-farbenen Rosen. Die stehen hier wirklich sehr schön, jetzt auch in der Morgenstimmung. Das schauen wir uns demnächst auch mal noch genauer an. So, Seppi. Willi, kommt. Das ist natürlich hier auch ein toller Katzenspielplatz, gell? So,
nach all den Tipps und Theorie, da gehen wir jetzt nochmal richtig in die Farbvollen und genießen unseren Sommercocktail. Den Feuerstreifen habt ihr ja schon gesehen und viele von euch, die ja schon lange die Videos auch verfolgen, wissen, dass wir ganz gerne die Farben, diese grellen, knalligen Sommerfarben einfach gerne in diesem speziellen Bereich des Gartens haben, weil die natürlich, und ihr seht es, die sind natürlich sehr satt, ne? Die sind sehr auffallend, die sind sehr dominierend und von daher ist das immer gut, wenn man das so ein bisschen, ja, sein eigenes knalliges Beet hat, sein Sommerbeet und eben dann wiederum die Beete, die so ein bisschen mehr Ton in Ton und zarter sind. Und jetzt wollte ich euch einfach heute noch mal so ein paar Rosen zeigen. Das sind alles Strauchrosen, die so ganz wunderbar funktionieren, so bis 60 cm oder einen Meter, also jetzt nicht so die riesigen Strauchrosen, und aber dann auch schön im Zaum zu halten sind. Ihr könnt sie den ganzen Sommer über immer wieder das Verblühte schnell abschneiden. Ihr könnt sie auch gut in Töpfe setzen, auf dem Balkon und auf der Terrasse. Sehr schön hier natürlich diese Copacabana mit dieser großen gefüllten Blüte. Ist eine Edelrose und wird so eben auch bis zu 60 cm und einen Meter. Also kann man ganz schön kompakt halten. Dann hier die Orange My Love. Die hatten wir ja neulich schon mal gezeigt. Die darf natürlich in so einem Beet nicht fehlen, ne? Mit dieser schönen orangenen Blüte. Und hat dann so im Verblühen, finde ich immer ganz interessant, da bleicht die so ein bisschen an den Rändern aus, was ich aber gar nicht unattraktiv finde. Also die hat dann so eine Mehrfarbigkeit auch noch und nicht so nur so ein sattes Orange, finde ich ganz klasse. Dann die Black Forest Rose hier aus dem Schwarzwald, klar, muss man auf jeden Fall zeigen. Finde ich sehr hübsch, weil sie eben durch diese kleineren Blüten, büscheligen Blüten sich auch sehr, sehr gut hält. Ihr seht ganz tolles, gesundes Laub und wirklich sehr ausdauernd blühend. Duft nicht so dolle, aber da streit sich natürlich die Geister, auch muss eine Rose immer alles haben. Ja. Ich kann natürlich mit Duftstauden, die ich in die Nähe pflanze, auch wunderbar mal einen Duft erzeugen, wenn ich sage, okay, Gesundheit und Erscheinungsbild gehen mir in dem Fall eben vor. So die eierlegende Wollmilchsau, die haben wir ja natürlich immer ganz gerne, aber manchmal muss man einfach Abstriche machen. Also finde ich jetzt bei der Rose völlig in Ordnung, wenn sie jetzt nicht auch noch diesen wahnsinnsverschwenderischen Duft hat. Dann hier Out of Rosenheim, hat eine sehr nostalgische Blüte. So eigentlich fast ein bisschen wie die alten Rosen, so gewirbelt. Allerdings eben dieses sehr glänzende Laub dazu. Und ist sehr kompakt, hält sich gut im Regen, aber auch in der knalligen Sonne wirklich sehr, sehr gut. Und von daher seht ihr natürlich hier, wenn wir wieder so unseren Tequila Sunrise machen oder unseren Aperol Spritz, Campari Orange, all diese Geschichten. Ich habe, glaube ich, im Moment in letzter Zeit ein bisschen zu viel bei uns im Restaurant mitgearbeitet, aber das ist so, was ich im Moment gerade so assoziiere, wenn ich die Farben sehe. Also das ist natürlich, sieht schon auch gewagt aus, aber darf im Sommer ruhig sein. Ne? Das ist Westerland. Schön eigentlich mit diesen verschiedenen Orange-, Pink-, Rosé-Tönen. Sehr gelungene Rose auch, sehr gesund. Ewig lange Blühzeit und Duft. Schöner Duft. Also von daher wirklich klasse. Schön natürlich auch hier was ganz anderes nochmal gestreift. Die hat natürlich dadurch dann einfach auch nochmal ein anderes Farbspiel im Beet mit dieser Zweifarbigkeit, dem Gelb und dem Orange. Das ist die Oranges and Lemons oder sie wird auch Papagena genannt. Und von daher auch so eine dieser klassischen Sommerrosen, die toll funktionieren in so einem Mischbeet. Die Bicentaire de Gio ist natürlich auch eine sehr klassische Rose. Da sind wir jetzt aber wieder nicht mehr so in der knalligen Farbe. Da haben wir schon relativ viel Blau wieder drin. Aber lässt sich im Prinzip, wenn ihr das mal anschaut, hier mit der Westerland, das ist natürlich schon nicht nur Kontrast, aber es geht gut zusammen. Also von daher auch so richtig sommerknallige Farbe. So, dann haben wir hier zweimal Edelrosen und zwar zweimal Duft, Duftzauber und die Duftwolke. Erstmal die Duftzauber, hier seht ihr übrigens wieder, ne? Gelbe Blätter, es lässt sich einfach nicht vermeiden. Und wie gesagt, macht euch keinen Kopf, abzupfen und einfach warten, dass sich das jetzt alles wieder ein bisschen stabilisiert. Also Duftzauber, Edelrose, ihr seht es, ne? Diese edle Blüte. Hält sich wirklich gut, auch in Hitze, auch im Regen. Ist auch eine tolle Schnittblume mal. Und sie hat jetzt
am Morgen nicht so einen wahnsinnig starken Duft. Ich bin eh nicht so dieser, die haben ja immer so ein bisschen diesen herberen Tee-Rosenduft, eben Teehybride. Also jetzt nicht so diesen süßlich verströmenden Duft, aber eben duftet sehr schön. Und hier auch seht ihr wieder relativ große Blüte, hängt ein bisschen über, aber auch das jetzt im Moment eher diesem Jahr geschuldet. Und die Duftwolke, finde ich, hat noch einen tolleren Duft. Ist natürlich echt auch so eine gewöhnungsbedürftige Farbe. Ich meine, die passt wirklich nicht überall, muss man einfach klar sagen. Aber wenn wir jetzt so von unseren Sommercocktails sprechen, hier eben ein schöner Campari Orange als Assoziation, das passt total. Und ist eine sehr zuverlässige Pflanze, auch schöne gesunde Blätter. Und ist im Beet halt einfach eben mit einer gelben und einer roten und so knalligen Rosen kombiniert. Kann das sehr, sehr schön aussehen. Dann haben wir hier das Mainau-Feuer, das ist wirklich feurig. Wenn ich es hier gerade auch noch mal ein bisschen mehr ins Licht, ha, dahinter liegt der Sepp, guck mal, habe ich gar nicht gesehen. Wenn ich es hier ein bisschen ins Licht halte, seht ihr, wie es feuert. Also das ist wirklich eine feurige Rose. Schön natürlich mit diesen vielen kleinen Blüten wieder in Büscheln. Kann man auch toll so als Polster im Beet setzen, auch schön in einem Topf. Töpfe finde ich eh immer so für solche knalligen Farben echt gut, weil wenn ihr sie nicht mehr sehen könnt, dann stellt sie einfach um die Ecke, dann müsst ihr sie nicht mehr sehen. Und wenn ihr sie ja eben haben wollt als so richtiges Sommer-Highlight auf eurer Terrasse, auf dem Balkon, dann zack, nix wie her damit, ne? Okay, Seppel, ich baue dich jetzt nicht mehr zu, damit wir dich auch genießen können. So, dann stellen wir die mal hier hinter, das Feuerchen. Und dann haben wir hier Red Amber vom John's Garden nochmal. Ach, die steht hier wirklich gut, Seppel, wunderschön. Da sind wir natürlich eher jetzt wieder so ein bisschen in der Pink-Harmonie, aber ist eben auch eine sehr leuchtende Rose, ne, die in so einem Sommerbeet absolut Berechtigung hat. Und herrlicher Duft, wirklich ganz, ganz schöner, ganz toller Duft. Ja, und hier dann nochmal so die Bad Birnbach ist eigentlich auch eine Rose, die wirklich sehr, sehr gesundes, ganz tolles, gesundes Laub hat. Eben jetzt auch relativ wenig gelbe Blätter. Schöne Büschel, ist aus dem Hause Cordes. Bei der Gelegenheit übrigens herzlichen Glückwunsch zur goldenen Rose von Baden-Baden. Liebe Cordes Gärtnerei, immer wieder tolle Rosen aus dieser Baumschule, aus dieser Rosenbaumschule, die wir auch hier sehr, sehr, sehr gerne an unsere Gäste weitergeben. Also von daher Bad Birnbach, wunderschöne Rose, auch toll im Kübel, toll im Beetvordergrund, toll auf der Terrasse. Also da könnt ihr auch richtig Spaß mit haben. Und vielleicht jetzt noch ein paar Stauden für euch dazu. Hier haben wir zum Beispiel den Polsterflox, Candy Stripes, was zweifarbiges, total schön. Eben mit diesem helleren Blütenblatt und dem Rosa. Das spielt sich natürlich schön in so einem wilden Beet, ganz klar. Dann ohne Storchschnabel geht gar nichts bei uns in den Gärten. Hier haben wir die Patricia mit dem dunkleren Auge und eben auch eine relativ satte, schöne Farbe. Dann gehen wir hier nochmal mit der Fetthenne, mit dem Munsted Dark Red, genau in diese Rost- und Orangetöne hinein. Auch sehr, sehr schön, eben so im Beet, gerade als Vordergrund. Oder auch mal in einem riesigen Kübel, geht natürlich auch. Achtung, Seppel. Dann Astranzien, wisst ihr ja, eine meiner absoluten Lieblingsstauden in den Beeten. Hier haben wir die Astrantia major rot, eben natürlich hier zu diesen Rotharmonien ganz toll und eben einfach echt eine tolle Staude, weil sie einfach im Verblühen so attraktiv bleibt und ihr so lange was im Beet davon habt. Wenn wir ins Gelb gehen, Montbretien, natürlich immer eine feine Sache, auch gerade jetzt so eben mit der Papagena zusammen. Das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, eben da nochmal richtig Sommerfarbe ins Beet zu bringen. Also da gibt es jede Menge. Was ist mir hier runtergeflogen? Ja, genau. Nelkwurz ist natürlich auch immer Geum. Gibt es auch in Orange, in Rot. Und das sind natürlich auch immer tolle Sommerstauden zu solchen knalligen Beeten. Ja, also das, finde ich, ist eine ganz schöne Kollektion. Ich finde, Seppel, wir haben genug geschafft für heute, oder? Machen wir es uns hier noch ein bisschen gemütlich, aber fassen noch mal kurz vorher für euch zusammen. Also, erstmal kein Stress. Gelbe Blätter ist nichts Schlimmes, ist zwar jetzt nicht schön, aber ist halt so. Wegmachen, weiter schön organisch düngen, kein Kunstdünger, ganz wichtig. Macht euch die Gartenfaser auf die Beete, dass die Feuchtigkeit schön gehalten wird. Fallt nicht in diese Falle, jetzt weil die Blätter gelb werden, ganz, 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 ganz viel zu gießen. Das ist nicht der Fall, dass es da Wassermangel gibt, sondern in der Regel ist es wirklich einfach diese jetzt Verausgabung
der Pflanzen. Schneidet eure verblühten Blüten bei den öfter blühenden Strauchrosen und bei den öfter blühenden Remblern jetzt so schnell wie möglich, so kontinuierlich wie möglich zurück. Nehmt da eher ein bisschen den Mut, auch tiefer zu schneiden. Dann sollte sich das alles jetzt dann für die zweite Blüte wieder schön regulieren. Und bei den einmal blühenden Remblern und Strauchrosen, da bestenfalls diese langen vegetativen Triebe wegschneiden, ansonsten einfach ein bisschen ausputzen, damit ihr dann da die Hagebutten genießen könnt, beziehungsweise auch die schöne Struktur der Sträucher. Genau. Es gibt noch später blühende Rosen, die jetzt erst anfangen, wie The Lady's Garment. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, runter in die Kommentarbox. Langsam ebbt bei uns auch wieder der Wahnsinn der Hochsaison etwas ab. Das heißt, wir können auch wieder so ein bisschen durchschnaufen und schneller auch antworten. Und für heute hoffe ich, dass ihr Spaß hattet in den Gärten mit uns, dem Seppel und dem Willi, der ist schon wieder anderweitig unterwegs. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt eure Gärten, eure Balkone und eure Terrassen, eure Katzen und euch selbst und eure Lieben. Habt einen schönen Sonntag und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ihr Seppel.